Hallo und herzlich willkommen zurück. Ficken! Du Lusche, ich wollte das Ich bin doch Thomas und der ist die. Was? Da ist der Chris und der ist die Vicky. Ich bin gar nicht da. Mit Verleumdung, ja. Wir spielen wieder Borderlands. Könnt ihr jetzt beim Handy online gehen und gucken, welche neuen Shift-Codes es gibt und sie hier eintippen kann? Ich hab mein WLAN gerade nicht an. Weil ich eigentlich schon seit einigen Wochen mittlerweile keine Shift-Codes mehr eingegeben habe. Seit zwei Wochen. Eigentlich ein guter Einwand, ne? Ja. Können wir beim nächsten Mal machen, Leute. Dann könnte man die Folge auch Shift-Code nennen und wir hätten viele Klicks. Dann können wir nennen wir sie Shift-Code Nummer 2. Ja. Was Shift oder Shift-Code? Schiffen und Code. Okay, ich geh dann schon mal schiffen. Schiffen und Code. Ja, okay. Gut, ich würde sagen, wir machen mal die Hauptstory weiter. Ei! Auf die Helios! Was war denn das? Ich denke, im Hals. Wirkst du gerade einen Fellknäuel hoch oder was? Ja, wahrscheinlich. Im Hals ist es eklig. Oh, Hyperion. Weiß, was dir am Hals steckt. Oh, ist das eklig. Wo sind die denn alle? Deine Speiseröhre. Mist, ich glaube, wir sind auf der anderen Seite der Helios. So, brauchen wir noch Munition? Die Schnellreisestation hat uns anscheinend getrennt. Das ändert aber nichts am Plan. Geh zur Kommandozentrale des Auges der Helios, deaktiviere den Laser, ohne ihn zu beschädigen, rette den Mond und werde für immer zum Helden. Klingt das gut? Natürlich klingt das gut. Gut. Schapitze. Das klingt göttlich. Ach so, und das hier. Oh, verdammt, ich hab einen juckenden Nase. Was haben wir denn hier alles? Ach, wir haben immer noch nur. Okay. Ich hab mich halt gerade schon gewundert, wo meine vierte Waffe ist. Uts! Hachi, meine Güte. Jetzt klingt wieder Alarm. Ich krieg 2. Alarm, Alarm. Wie alt? 20 Jahre? Da! Boah, der ist zersprungen. So, Maus entkrümmelt. Ha, jetzt reagiert er. Ich habe versagt. Wieso Maus entkrümelt? Hast du noch eine alte ja. Google-Maus oder was? Ja, sicher. Was zum Teufel soll das alles? Ich habe sie gefeuert. Sie werden mir danken, sobald die Helios wieder in Hyperions Händen ist. Welcher Lappen war das? Was haben sie mit der Station angestellt? Wo bist du? Die Farbgebung ist völlig... Ja, rot und schwarz, ein bisschen düster. Gelb ist poppiger, finden sie nicht? Außerdem, sie können mich nicht feuern, das haben sie nämlich schon. Und tschüss. Arsch, komm her. Die Station scheint im Großen und Ganzen noch heil zu sein. Und du? Ah, ich hasse die Laser. Ich frage nicht. Begebe mich an Zielort. Cool, wir treffen uns später, dann können wir weiterreden. Ups, das war die falsche Taste. Groß. Da ist der blöde Laserbuster. Ich bin gerade leicht verwirrt. Reicht, wenn ich einfach wie so ein angestochenes Weasel hier rumrenne und nichts mache? Was machst du denn, Nisha? Voller. Ah, Schwerelosigkeit, na toll. Nee, haben wir ja nicht. Ich muss mal ganz kurz gucken, was mit meiner Maus los ist. Hast du denn schon mit Käse gefüttert? Wieso hatten ja die wieder auf 15 runtergestellt? Ah, schon viel besser. Sie klingt ein bisschen wie Resident Evil Apocalypse. Los, auf die Nische! Oh ja, voll die Hose weggeschrumpft ist. Penis. Ich komme! Ach, hui. Hab, hab, hab.
Einfach hau weg, jetzt nur einfach die Pisse. Au, au, nice. Au, au, au. Oh, ich brenne ein wenig. Ja, ne? Feuer und Flamme. Okay. Achso, ich könnte ja auch mal wieder bei Gelegenheit und so, ja. Ui, ich hab dieses geile Lebensreck mit dem Schiff draußen. Jupp, deswegen hab ich es hauptsächlich rausgeholt. Kann man machen. Mist. Komm, ich helf dir. Ich bin jetzt. Oh, belebt er mich wieder. Ja, gibt's ja genug davon. Ja. Ah, jetzt kommt wieder das alte Borderlands-Feeling wieder auf, weil ich durch diesen blöden schwerelosen Raum springe und ständig auf eine scheiß Sauerstoffanzeige achten muss. Mhm. Man kann trotzdem schweben mit dem Oskit. Ja, etwas zumindest. Das gefällt mir Borderlands wieder viel besser. Nette Idee, scheiße umgesetzt. Jetzt ist Hyperion wieder so ein bisschen gegenwärtig. Das ist so ein bisschen Borderlands 2-lastig. Ja. Aber mir gefällt's. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, sind die geilen Sprüche der Gegner aus dem Bodenteil. Schlucki, schlucki. Wie die Psychos, die du anzündest, nie warum schreien, ich rieche köstlich. Oder die Großen, die einfach nur schreien, deine Mutter. Oder, lass mich meinen Samen verbreiten. Das war göttlich, ey. Na gut, komm wieder in mein Büro. Vielleicht können wir die Systeme von dort deaktivieren. Gott, ich hasse diese Tussi. Sie sind in der Helios. Feuer intensivieren. Oh, verdammt. Sie fokussiert den Laser. Okay. Geh mal beiseite, Thomas. Ich press dich voll. Weiter so. Also. Kennt ihr das, wenn ihr wenn voll die Action ist und ihr steht daneben und guckt einfach bloß, wie es vorbeizieht? So, ja. Hä? Das meinte ich mit voll mit einem stochenden Weasel. Ich renne einfach dagegen rum und versuche einfach das Beste zu machen, was ich gerade habe. Nichts. Ach so. Oh ja, schon 30.000. Dollar. Oh, wie soll das vielleicht noch mehr? Was hab ich denn da für eine scheiß Mod auf einmal? Keine Ahnung, was du eingesammelt hast. Hast du mir doch mal zu lange E gedrückt? Ich dachte, ich hätte eine Korrosionsmod. Wollen wir nicht. Da hab ich ja, nicht geirrt. Der gute alte Bleilauf. Wenn so ein bisschen wie. Ja, warte. Ich liebe die Bastarde. Jawoll. Kann das sein, dass wir an dem Büro vorbeigerannt sind? Mit Absicht. Das Büro ist gerade hinter mir aufgezogen. Wieso rennt man da mit Absicht dran? Nein. Hat Bock zu fighten. Aha. Ist das nicht okay? Kämpfen, ja, Tod, Verderben und so? Irgendwie, aber dann geht die Story ja nicht weiter. Ah. Zurückrennen müssen wir sowieso am Ende. Geh doch noch dran.
Was gibt's da denn? Autorisierung erforderlich. Bitte treten Sie in den Scanner. Unbekannter Nutzer registriert. Legitimation verweigert. Ja, vielleicht kannst du dich von einem Claptrap autorisieren lassen. Es müsste einer in der Nähe sein. Und, im Voraus schon. Sorry. Ach, ich geh mal zu dem Claptrap. Sieht ernsthaft aus, dass wir Claptrap reden? Jupp. Ich denke schon. Das ist die Hölle. Wir haben den Thomas jetzt vorbeigezogen. Ja, lacht. Wie es lacht? Wie es lacht. Sagt er. Hä? Ach, ich kann. Ich muss ins Werksbüro. Halt, Maul, blöder Bot. Ist das die Tür? Die habe ich in 0, nichts auf. Oh Gott, die Viecher sind so geil. Wie sie auch immer wieder annehmen, dass sie Türen öffnen können. Weil wir die erstmal dagegen schlagen. Sind wir erstmal hart dagegen hämmern. Und öffne dich! Ja, klar. Oh, da ist ein Tornado. Mhm. Wo kommt der her? Klimaanlage überlastet. Ganz bestimmt. Windgeschwindigkeit überreicht kritische Grenze oder so. Kam da gerade von dem. Ach so. Sly Hyperion angesagt. Oh, so. Ich habe nicht mal Geburtstag. Ja, das ist nicht mal mein Hütchen. So wie die Grumpy Cat hier, hä? So geil. Ja. Zutritt verweigert. Scans ergeben. Subjekt ist ein rassistischer Hotdog. Ich sage, alle reportieren! Adolf Hotdog hat gesprochen. Heil Hotdog! Interface entriegelt. Zum Öffnen der Tür bitte mit Terminal verbinden. Oh je, ich weiß nicht so recht. Verbindungen können gefährlich sein. Oder ich töte dich. Beschwerden in Bezug auf Tanzaktivität. Verbindung wird hergestellt. Das ist bescheuert. Legitimiert. Angenehmen Tag noch. Ich okay. Sterbe! Ich sterbe! Ist vermerkt. Ist vermerkt. Ich helfe. Läuft. Nein. Tactical Mac ist der Thomas. Herrlich. Du hast es ins Büro geschafft? Wunderbar. Sei also gut und schalt die Schnellreisestation. Oh Gott, was ist das für ein hässliches Vieh? Das ist aber eine hässliche Katze. Das ist ein rassistischer Hotdog. Der ist wie ein Hotdog, schmeckt wie ein Hotdog, riecht wie ein Hotdog, ist ein Hotdog. Bibel.